meine Freunde, das nächste Video, ja, der nächste CPU-Kühler, und zwar von Zalman, ihr habt es gelesen, ja, den gibt es in Weiß und den gibt es in Schwarz, also zwei Varianten, schaut mal unten in den Links in der Videobeschreibung, ja, der ist für Intel und AMD kompatibel, ja, also fast für alle Sockel, die wir so mittlerweile kennen, und den wollen wir uns heute anschauen. Ja, den wollen wir natürlich demnächst auch verbauen, wollen wir uns die Leistung mal anschauen. Und viele sind ja vielleicht auf der Suche nach einem schönen weißen Kühler. Ja, der hat auch eine RGB, aber so wie ich weiß, ist das jetzt ohne irgendwie, dass man einen besonderen Anschluss braucht, sondern das geht direkt über den 4-Pin-Stecker. Das heißt, diese Beleuchtung kann man auch nicht jetzt regeln. Ja. Reicht den einen oder anderen? Wir wollen uns den jetzt mal anschauen, packen den mal aus. Ja, ich habe den gesehen und habe gedacht, Mensch, das wäre doch wieder was. Als erstes kommt uns hier mal wieder so ein Heftchen entgegen. Hier steht natürlich einiges drin. Ja, hier steht auch drin, wie wir den verbauen. Ja, mit Backplate bei Intel und so weiter und so fort. Mit kleinen Brackets. Ja, dass wir hier also auch ein Schraubenzieher für brauchen, welches Werkzeug wir brauchen und so weiter und so fort. Ja, also sehr schön gemacht. Ich finde so ein Heftchen ja immer ganz schön. Besser wie so ein riesen Faltblatt, muss ich dazu sagen. Ist auch sehr schön erklärt hier. Ja. Also wollen wir uns anschauen, gucken wir uns an. So, als erstes kommt uns entgegen hier so ein kleines Päckchen. Da wird das ganze Zubehör drin sein. Da wollen wir natürlich mal reingucken, bevor wir uns den Kühler selber anschauen. So. Da gucken wir mal hier rein. Also, da haben wir hier als erstes schon mal die Brackets auf schönem Metall gefertigt, schön stabil. Einmal für Intel, einmal für AMD. Dann haben wir hier ein schönes Y-Kabel, damit wir, wenn wir den Kühlerlüfter an CPU anschließen, ja, also meines Erachtens immer wichtig, an den CPU Fanheader, und dann haben wir hier noch ein Y-Kabel praktisch, da können wir hier noch einen zweiten Lüfter oder einen anderen Lüfter noch mit anschließen, ja. Das heißt, hier haben wir einmal 3-Pin, hier haben wir einmal 4-Pin, ja. Jetzt weiß ich nicht, warum hier noch ein, das ist noch nur ein 2-Pin, da sind gar keine 3-Pinne drin, da sind nur zwei Kabel dran, also ein 2-Pin und ein 4-Pin. Also hier würde der Lüfter dran kommen. Vielleicht haben wir ja doch noch, dass hier extra Strom für die Beleuchtung kommt. Gucken wir mal. Dann geht es aber auch ohne Adapter, ohne dass man irgendwie einen Anschluss auf dem Board braucht. Dann haben wir hier einmal so kleine Brackets mit Stiftchen. Das dürfte je nachdem für AMD sein. Das gleiche haben wir hier nochmal. Das dürfte dann für Intel-Sockel sein. Dann haben wir hier das Ganze nochmal mit einem schönen langen Imbusschlüssel drin. Ja, ich zeige euch den Imbusschlüssel. Vielleicht seht ihr das durch das Plastik. Ja. Also ein langer Imbusschlüssel ist hier mit drin. Mit langen Stiften und einer kleinen Backplate, die aufgeklebt wird. Das dürfte dann für AM3 Plus sein. Ja. Dann haben wir das. Und da haben wir die Backplate. Die ist aus Metall, nicht aus Kunststoff. Schön in Schwarz gehalten. Also ihr hört, das ist richtig Metall, massiv praktisch. Sehr schön gehalten, muss ich auch dazu sagen. Auch sehr massiv, weil die ja hier so ein bisschen eingedrückt ist. Das stabilisiert natürlich so eine Backplate. Die kriege ich also wirklich nicht gebogen. Hast du gar keine Chance. Finde ich immer ganz gut. Denn manche Sachen verbiegen sich so ein bisschen, wenn man das aus Plastik hat. Ist also hier auch aus Metall. Packen wir hier mal wieder mit rein. So, da haben wir das Zubehör eigentlich schon durch. Wie gesagt, alles für die einzelnen Sockel. Und dann schauen wir uns den Kühler an. Wir nehmen mal hier, oben haben wir so eine Plastikabdeckung. Wow, da kommt er schon. Da kommt der Kühler. Wow. Ja, der sieht ja wirklich stark aus. Und der ist auch wirklich schneeweiß. Ja, ich habe ja beim letzten Mal erwähnt, beim Weißen Riesen, da war ja jetzt auch ein Update, kommt da jetzt demnächst noch. Da sind manche Sachen so elfenbeinmäßig. Da hatte ich zum Beispiel den Alpenföhn-Kühler, der war vorher da drauf. Der war also, der Kühler selber war auch weiß, aber der Lüfter,
der war so elfenbeinmäßig, passte eigentlich gar nicht zusammen. Ja, muss ich demnächst mal gucken, ob ich da auch mal ein Video drüber mache. Die Backplate hier unten, sehr massiv, wirklich massiv. Warum sehr massiv, kann ich euch sagen, weil hier nochmal ein extra Kühlblock aufgeschraubt ist. Ja, der ist also hier mit den vier Schrauben hier oben nochmal auf der Platte drauf, der nochmal Wärme abnimmt, der nochmal Wärme weiterleitet. Also wirklich ist auch nochmal Zahlmann drauf geschrieben. Also das Teil ist richtig nochmal richtig dick fett. Wir haben hier vier Heatpipes, a 6 mm. Ja, und Direktkontakt, also plan geschliffen. Ja, wenn man hier da mal schaut, wenn man die Plastikfolie mal abmacht. Also wirklich toll plan geschliffen. Auch ohne große Zwischenränder hier, dass da irgendwo große Zwischen, also wie sagt man, Zwischenräume sind. Ja, das hatte ich ja schon mal das letzte bemängelt beim Originalkühler bei AMD. Ja, aber das hat man hier wirklich sehr gut gelöst, muss ich dazu sagen. Das Ganze hier an der Seite ist auch Plastik, hier oben auch. Das wird für die RGB-Beleuchtung sein. Ja, und das Ganze hat hier, das ist der 2-Pin-Stecker, aha. Dann ist dieser 2-Pin-Stecker praktisch für Strom, damit wir da nicht nochmal jetzt ein extra Kabel legen müssen. Dafür ist dann praktisch dieses Y-Kabel. Da kommt hier auf dem 2-Pin die RGB und auf dem 4-Pin der Lüfter dran. Und dann hat man das Ganze angeschlossen. Wie gesagt, steuern kann man das Ganze nicht, die RGB. Schauen wir uns aber ja gleich an, wie das Ganze hier leuchtet, wie das Ganze funktioniert. Also der Kühler macht mir einen sehr schönen Eindruck. Die Lamellen sind sehr stabil, muss ich auch dazu sagen. Sind auch nicht irgendwie lackiert oder so. Denn ich bin immer der Meinung, wenn es lackiert ist oder wenn es, überpinselt ist zu sehr, dass die Kühlung nicht dementsprechend, ja, das bringt, was sie eigentlich bringen sollte. Ich bin immer schön für Natur, das hat man hier. Das Ganze ist natürlich ein bisschen verkleidet, man sieht nicht viel. Man sieht hier oben die Fläche, man sieht hier vorne die Fläche. Ich finde es sehr gut gemacht, ja. Was ich toll finde, das Teil hat 100% Rampffreiheit, ist auch ganz wichtig für viele, ja, und hat natürlich auch eine gewisse TDP. Wir haben nämlich hier, das muss ich jetzt noch mal gucken, genaue TDP, die war, glaube ich, angegeben. Da muss ich mal gucken. Also der Lüfter hat 1500 Umdrehungen, PWM-Control ist klar. Wir haben eine Geräuschkulisse von 27 dB, das ist auch okay. 200 Watt TDP, also der deckt einiges ab, muss ich dazu sagen. Also 200 Watt TDP ist schon eine gute Sache, kann man nicht meckern. Jetzt guckt man natürlich, wo der Lüfter ist. Ach, der ist hier auch nochmal extra. Da ist auch nochmal so ein extra Schutz drüber. Aber von der Verpackung her bin ich auch sehr begeistert. Da unten ist noch so ein Feuchtigkeitspad drin. Ist auch nicht verkehrt. Und hier ist der Lüfter. Und der sieht meines Erachtens richtig heiß aus. Also wenn ihr euch das mal genau anschaut, wie das Teil hier aussieht, mit den kleinen Lüfterblättern hier noch an der Seite. Also da bin ich echt mal gespannt, wie das Teil funktioniert hier. Habe ich auch in der Art noch nicht gesehen. Also, ja, macht wirklich einen guten Eindruck. Und der ist auch genauso weiß wie jetzt hier der Kühler. Das passt also wunderbar zusammen. Ja, außer hier die Gummiteile. Ja, das ist ein klein bisschen dunkler. Auch wieder so ein bisschen Elfenbar, aber das ist okay, das finde ich okay. Aber der Rahmen selber passt gut zum Kühler, ja, wenn man das so sieht. Und dann haben wir hier, wie gesagt, den 4-Pin-Anschluss. Macht mir einen sehr guten Eindruck. Ich bin jetzt gerade nur ein bisschen verwundert, wo die Klammern sind. Das Ganze wird nämlich wahrscheinlich hier nicht mit Klammern, ja, sondern das Ganze wird hier mit Schrauben angeschraubt. Und das ist eine Sache, die ich auch wiederum gut finde. Klar, mit den Klammern ist auch einfach, je nach Kühler ist es aber auch ein bisschen manchmal kompliziert, die Klammern drauf zu kriegen, wenn er verbaut ist, habe ich auch schon gehabt, ja, darum, hier wird das Ganze verschraubt, finde ich ganz gut, ja, und jetzt gucken wir uns mal an, wie das verschraubt wird, wenn wir den jetzt praktisch so hier draufsetzen, dann hätten wir das Kabel hier an der Seite raus, käme es oben raus, ich würde ihn praktisch nach unten hin, und das Ganze passt
Schaut euch das an, wie das hier reinpasst. Ja, das passt genau hier rein. Also der wackelt, vielleicht ein kleiner Millimeter ist hier Luft. Ja, der sitzt also wirklich richtig toll hier drin. Den kann man auch nicht irgendwie verkehrt montieren. Also das Ganze ist super schön. Das Schöne ist, der geht auch bis ganz unten. Der bläst auch nochmal hier unten dann praktisch über die Spannungswandler drüber. Also das Teil scheint mir wirklich sehr gut zu sein. Bin ich echt gespannt drauf. Also verbauen werde ich ihn auf jeden Fall, damit wir da auch mal ein bisschen Temperaturen kriegen. Jetzt gucken wir mal. Wir hatten ja hier so einen Beutel mit dem Imbusschlüssel und einigen langen Schrauben. Jetzt gucken wir mal, welche Schrauben da passen könnten. So. Dann gucken wir mal. Hier ist nochmal so ein Klebepad. Und hier ist nochmal so ein Kunststoffteil. Also ich bin der Meinung, das ist, glaube ich, für Arm 3. Ich hier jetzt nur Zahlmann drauf. Müsste man dann in der Beschreibung gleich gucken. Wärmeleitpaste ist jetzt zwar nur in so einem Tütchen, ja, aber ich bin der Meinung, das reicht für einmal Dicke aus. Ja. Und ansonsten, wenn man wechseln möchte, empfehle ich euch, kennt ihr ja mittlerweile, ne, Wärmeleitpaste. Kauft euch ein Tübchen, das kann man immer wieder verwahren. Das hält auch lange in so einer Tube. Ja, hier, wenn man das aufschneidet, da kommt Luft dran, das hält dann nicht so lange. Darum ist auch hier für einmal ausreichend auf jeden Fall drin. Und da gucken wir mal, da müssten das eigentlich hier diese vier lange Schrauben sein. Das sind aber Kreuzschlitz. Ja, also braucht man einen Kreuzschraubendreher. Den haben wir ja. So, und dann wollen wir mal gucken, wenn wir den jetzt montieren. Müssen wir mal gucken, das ist noch richtig rum. Ja, jetzt montieren wir den einfach mal. Das heißt, die vier Schrauben kommen hier rein. So, jetzt müsst ihr nur einmal packen. Er packt aber noch nicht. Warum? Mal gucken, ob er ein bisschen höher oder tiefer muss. Ne, war eigentlich ganz gut. So, nochmal. Zweiter Versuch. Andere Schrauben haben wir auch hier gar nicht. Die müssten eigentlich hier drauf gehen. Jetzt gucken wir mal. Ja, die gehen das erste Mal, glaube ich, sehr stramm. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Müssen wir ein klein bisschen mehr bei drücken, bei sagen. Ja, jetzt packt er. Also muss man dann beim ersten Mal ein klein bisschen bei drücken. So. Ja, dann geht es auch mit dem Lüfter. So, eigentlich müssten zwei Schrauben rein, aber wir machen mal alle vier rein, dann haben wir schon mal alle vier drin. Würde ich euch jetzt sowieso empfehlen, wenn ihr euch den Kühler holen wollt, dass ihr praktisch die Schrauben einmal vorher reindreht, damit sie nachher locker leicht. Denn ich weiß nicht, ob wir den so montiert kriegen mit den Brackets, ja, wie die Montage dann ist, ob wir hier nicht dran vorbei müssen an dem Kühler zum Festschrauben, ja, dann kann es nämlich sein, dass wir den erst drauf montieren, wenn er im Gehäuse ist. Und wenn er dann im Gehäuse ist, ja, muss man gucken, dass die Schrauben eben, dass man nicht so feste drücken muss. Darum schraubt euch den als erstes einmal drauf, ja, und dann sind die Löcher vorgegeben und dann kann man da ein bisschen einfacher, wenn er drin ist, draufschrauben. Also er macht mir einen super schicken Eindruck. Also sauber verarbeitet, sehr sauber, ganz toll. Also schön schneeweiß, eine große Platte, was ja gerade wichtig ist für die neuen Reisen 3000er, weil die ja nicht genau zentriert in der Mitte, bisschen mehr links, bisschen mehr rechts. Ja, es kommt immer darauf an, welche CPU. Hoppala. Da kommt die Platte natürlich wirklich gelegen, weil die hat wirklich genau, die deckt genau die Breite ab vom AMD-CPU, sogar ein bisschen drüber. Also ganz toll. Ganz toll, muss ich wirklich sagen. Macht mir einen super schicken Eindruck. Gut, der Aufkleber hier mit dem Blau jetzt drin,
Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache, ja. Aber wie gesagt, wenn das alles ist, bin ich der Meinung, ist toll, ist schön, macht einen tollen Eindruck. Wie gesagt, dann haben wir ja hier den Imbusschlüssel. Der ist wahrscheinlich dann da, um den Kühler festzuschrauben. Genau, damit wird das Ganze dann festgeschraubt. Gucken wir mal, welche Schrauben dann haben hier Imbus. Das ist Kreuz, das ist auch Kreuz. Gucken wir mal, ob hier überhaupt Imbus dabei ist. Das ist auch kein Imbus. Ach hier. Ja, bei denen. Da haben wir Imbusschrauben. Hier sind kleine Imbusschrauben drin. Das dürfte nach Adam Riese. Ja, könnte AMD sein. Sage ich jetzt mal so, weil hier ist Intel, dann ist das wahrscheinlich AMD. Ja, also wir wollen uns den jetzt mal anschauen. Das heißt, ich habe ja mal ein bisschen was vorbereitet. Da gucken wir mal. Da nehmen wir uns mal unseren 12-Volt-Anschluss und ich habe ja zwei Stück davon. Das heißt, wir können das Ganze mit dem Y-Kabel, aber auch ohne. Wir machen es jetzt mal mit dem Y-Kabel. Wie gesagt, also der 4-Pin kommt hier drauf, der 2-Pin hat die Größe eines 3-Pins, sind aber nur zwei Kabel verbunden hier drauf. Das Ganze kommt auf den CPU-Kühler, Fanheader, Entschuldigung. Ja. Und dann wird es ganz einfach nur noch angeschlossen, Netzteil eingeschaltet oder PC. Und der läuft gerade mit 12 Volt. Ja, wenn ich den jetzt mal hochhebe. Na, die Platte ist nicht dafür, weil der Tisch überträgt natürlich noch einiges. Das habe ich ja das letzte auch bei den anderen Kühler mal gemacht, dass ich immer so eine Matte drunter stelle, damit der Tisch das nicht so überträgt. Das sind 12 Volt. Ja, und ich glaube, ihr hört das. Sauberer Lauf, ruhiger Lauf und die RGB gefällt mir gut. Der Lüfter selber ist auch nochmal beleuchtet. Der hat vier weiße LEDs. Ja, das sieht man. Und hier oben haben wir dann diese tolle RGB. Wenn man jetzt noch den RAM dazu hat, vielleicht von G-Skill, den ich ja auch habe, ja, wenn man den ja auf ganz normal laufen lässt, hat der ja auch so einen richtig schönen Farbwechsel. Das passt natürlich ideal. Und das Ganze eben, wie gesagt, ohne großartig jetzt einen Anschluss haben, ARGB oder RGB und so weiter. Ja, ich bin der Meinung, da sollten die Hersteller sich wirklich mal langsam einigen, also da mal einen vernünftigen Anschluss hinzukriegen, weil das ist manchmal schon schlimm, was man dann an Kabel hat für die einzelnen Lüfter, was man da alles anschließen muss. Also das ist schon. Da braucht man auch schon ein größeres Gehäuse, um diese Kabel alle zu verlegen, vernünftig und wirklich. Also ist schon viel Arbeit. Ich hatte ja beim Weißen Riesen wirklich jetzt auch ein Update. Das kommt hier nach das Video auch nochmal wieder mehr Kabel zu legen, weil das neue Board hat kein. Entschuldigung. Das neue Board hat kein ARGB, ist auch wieder nicht gut gewesen. Hat angeblich ARGB, ist aber ein 4-Pin. Also das war auch wieder ganz verrückt, weil ich dachte, 4-Pin, na, ist RGB. Ja, habe auch angeschlossen, nichts leuchtet. Habe ich gedacht, was kann denn da sein? Habe nochmal in die Beschreibung reingeguckt. Ja, war auch gar nicht so toll beschrieben. Ich bin dann im Internet auf der Seite gegangen, habe da nochmal geguckt und da steht dann ARGB. Ja, 5 Volt. Aber 5 Volt mit 4 Pins ist eigentlich ja auch ein Ding, was viele dann auch nicht verstehen. Also. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja. Also war das Ganze dann doch ARGB, passten aber die Stecker gar nicht drauf von ARGB. Also ein Hin und Her, sage ich euch. Also das ist ein Hickhack. Darum sollten die Hersteller sich wirklich langsam mal Gedanken machen, ob sie da nicht irgendwie mal ein vernünftiges System machen, ja. Vielleicht sich mit Lüfternherstellern mal zusammensetzen oder wenigstens mit einem und sich da so ein bisschen absprechen, dass man da wirklich irgendwie mal eine vernünftige Lösung findet, dass man das Ganze dann verkabeln kann und auch dann eben mal so mehrere Lüfter verbauen kann. Also wie gesagt, hier ist es ganz ohne. Ja, da kann man auch sein älteres System mal richtig schön mit pimpen. Und wie gesagt, der läuft sehr schön,
Hat einen super Luftdruck, also wirklich, der kommt richtig gut. Also die Lüfterart kenne ich nicht. Also man sieht hier in der Mitte praktisch, weiß nicht, ob ihr das seht im Video, wo die kleinen Lüfter abgeschnitten sind praktisch und hier nochmal der große weitergeht. Also das in der Art kenne ich auch nicht. Hat aber eine super Laufruhe. Ihr müsst immer dran denken, hat jetzt 12 Volt. Ja, also der läuft ja selten mit 12 Volt. Aber vom Aussehen her, vom Design her, finde ich ihn mega. Ich mache mal ein bisschen Licht aus. Dann kommt das Ganze vielleicht ein klein bisschen auch besser mal rüber im Video. Ja, also ihr könnt das jetzt mal sehen hier. Ja, also ist schon auch sehr, 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 sehr schön. Ganz toll gemacht. Also Zahlmann, muss ich wirklich dazu sagen, toll. Tolle Verarbeitung, lamellenmäßig, unten mit der extra Platte drauf, die nochmal Kühlung extra gibt, ja, die nochmal Wärme abführt, Direktkontakt. Ja, aber man sieht eigentlich nichts davon. Man sieht wirklich nur dieses schöne weiße Verkleidung. Und wenn er dann wirklich 200 Watt hat, ist er natürlich absolut fantastisch. Ja. Und der reicht dann auch für einen 3700X und 3900X und so weiter. Ja. Also mega schick. Wer wirklich sagt, Mensch, weiß, habe ich immer gesucht, Mensch, toll, finde ich gut. Kalle, schafft er wirklich auch einen Intel i9 9900K? Klar, bin ich auch der Meinung, auch da wird das schaffen. Natürlich nicht, wenn ich jetzt da bis 5 GHz und höher übertakte, ja. Aber für die Ryzen-Serie bin ich der Meinung, da hat er auch noch Luft nach oben, wenn man übertaktet. Ja, also mega, toll. Wie gesagt, wir werden ihn demnächst verbauen, werden wir mal gucken, wo man draufsetzen, ja, wie das Ganze dann aussieht und wie der aufgebaut wird am einzelnen Sockel. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, mit einer der schönsten Kühler, die ich in der letzten Zeit gezeigt habe. Allein muss ich sagen, der Lüfter, neue Machart, also kenne ich in der Art nicht, sehr schön, hat einen super Luftdruck, richtig gut, Luft kommt da hinten durch. Das Ding ist eiskalt, wenn ich da die Hände dran halte. Ja. Und wie gesagt, mit den Schrauben, keine Klammern. Da kannst du natürlich jetzt auch einen anderen Lüfter drauf machen, 120er, der würde genauso wahrscheinlich passen. Will ich hoffen. Probieren wir gleich mal aus. Aber ansonsten ist schon toll. Schon richtig toll. Ja. Also macht mir wirklich einen super schicken Eindruck. Und viele wollen ja auch immer was für die Jahre. Es soll ja auch für die Jahre sein. Das schrieb auch das letzte jemand. Lieber eine I.O. oder lieber ein Luftkühler. Da habe ich dann geschrieben, er wollte auf Dauer eben wartungsfrei und. Er hat sich das eigentlich selber beantwortet. Dann nehme ich keine I.O.-Wasserkühlung. Ja, klar gibt es I.O.s, die halten auch 4, 5 Jahre und noch länger. Ja. Es gibt aber auch I.O.s, die mit der Zeit dann eben Luftblasen oder irgendwo, weiß ich, Geräusche entwickeln, wo man nicht zufrieden ist, ja, wo ich den Radiator ab und zu wirklich mal sauber blasen muss, weil sich da auch der ganze Staub drin fängt. Ja. Das hat man beim Luftkühler weniger. Ja. Wenig, nicht ganz. Also es gibt auch Luftkühler, die natürlich sehr verstauben, die muss ich ab und zu auch mal ausblasen. Ne. Aber da habe ich ihm dann gesagt, und preislich wollte er dann auch noch gut liegen. Ja, dann ist man natürlich mit einem Luftkühler hier meines Erachtens besser bedient. Ja, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ja, es gibt viele gute Sachen, es gibt auch Sachen, die nicht so gut sind. Ja, und hier bin ich der Meinung, das ist schön, auf jeden Fall. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, man muss hier keinen anderen Lüfter draufsetzen. Ja, aber würde denn einer passen? Das wollen wir jetzt einfach mal gucken. Ja, darum drehen wir jetzt nochmal ab. So. Klar, ich könnte auch einen kleineren Schraubenzieher nehmen. Weil viele hier wahrscheinlich jetzt wieder meckern. Da ist er wieder mit seinem langen Schraubenzieher dran. Da nehmen wir einen kürzeren. Aber ich habe im Moment keinen kurzen, der eigentlich sehr gut. Ich muss mir unbedingt mal einen neuen kaufen. Also bleibe ich erstmal bei meinem großen, weil der wirklich, der ist schon so lange und der ist immer noch nicht abgenutzt von der Spitze her. Ja, also der ist wirklich super schön. So. Jetzt haben wir den abgedreht. So, legen wir den mal hier hin.
Mal gucken wir mal, was haben wir für einen Lüfter gerade jetzt in der Reichweite. Da haben wir hier einen 120er. Auch in Weiß, von Neues Blocker die. Jetzt wollen wir mal gucken, würde der passen, würde der nicht passen. Ja, der würde passen. Hat aber ein bisschen mehr Spiel. Ja, ich hoffe, ihr seht das. Der hat also ein bisschen mehr Spiel. Jetzt müssen wir nur gucken, ob die Schrauben auch noch lang genug wären. Jetzt nehmen wir mal den kleinen. So. Ja, passt. Also gar kein Problem. Ja, also die passen auf jeden Fall. Oder? Passt er doch nicht? Doch. 1, 2. Kabel kann man nach unten legen. Aber wenn natürlich jetzt sagt, okay, ich habe ARGB auf dem Bord. Und da würde sich jetzt hier so ein Lüfter natürlich anbieten, den zu tauschen. So. Ja. Und das sieht auch noch ganz gut aus. Passt auch. Also. Ja. Und das ist eben das Schöne. Mit Klammern ist es meistens immer so ein bisschen verschieden. Manchmal passen die Klammern auch bei anderen Lüftern, manchmal aber auch nicht, weil sie irgendwie eingehakt werden, weil sie ein bisschen höher sind und so weiter. Dann hängen sie zu locker. Wenn sie zu locker hängen, ist es auch nicht gut. Das Ding hier mit den vier Schrauben, das hält. Das ist stabil, wie gesagt, und geht auch. Ne? Kann man auch nicht meckern. So, also passt auch ein anderer Lüfter drauf, wenn man das machen wollte. Ja, obwohl ich das eigentlich Quatsch finde, weil der Lüfter passt hier einfach super. Der hat eine schöne weiße Beleuchtung noch. Ja, aber wie gesagt, wenn man dann doch ein bisschen Regenbogenfarben haben will am Lüfter, dann kann man auf jeden Fall tauschen. Ganz normale 120er Lüfter passen dann hier wunderbar drauf. So, haben wir das auch festgestellt. Und da bin ich der Meinung, ist das auch nochmal ein Pluspunkt für Zahlmann. Ja. Also, dass man das auch hier tauschen könnte, wenn man das will. Toller Kühler, toller Lüfter, tolle RGB, ohne große Anschlüsse, die man haben müsste. Ja, wie gesagt, alles aus Metall gehalten, schön viel Zubehör dabei, vernünftige Backplate dabei, dass das Ganze auch vernünftig ans Halten kommt. Wunderschöne RGB von oben, der Lüfter ist weiß beleuchtet, wie gesagt, passt auch ein anderer. Was will man mehr? 200 Watt TDP, wie gesagt, für die, auch die größeren CPUs mittlerweile super schön geeignet. Und wie gesagt, das Ganze gibt es in weiß und einmal in schwarz. Wer also sagt, schwarz hätte ich viel lieber, nimmt sich den in schwarz. Preis, bin ich der Meinung, ist auch absolut in Ordnung. Kann man auch nicht meckern. Ja, aber wie gesagt, Preise ändern sich. Schaut, ich setze den Link unten von Case King mal mit rein. Ja, da könnt ihr dann mal genau schauen, was er zurzeit kostet. Aber ich bin der Meinung, wer auf der Suche ist und ist die ganze Zeit schon überlegen, einen neuen Kühler oder will sein System ein bisschen kühler bekommen, ja, der hat hier eine gute Möglichkeit. Ja, ich hoffe, es war informativ. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Lasst ein Abo da. Die nächsten Videos kommen. Wie gesagt, Update vom Weißen Riesen. Da kommt ein neues Board auch noch. Es kommen die nächsten. Es geht eigentlich immer Schlag auf Schlag. Aber bei mir ist auch immer so eine Sache. Ne? Ich muss auch die Zeit immer mal finden. Ich habe schon einiges wieder abgedreht. Muss das Ganze aber noch bearbeiten. Ne? Ist auch immer ein bisschen Arbeit. Das heißt, es kommen die nächsten Videos laufen. Und damit ihr die nicht verpasst, wie gesagt, lasst da einfach ein Abo da. Ja. Und was sage ich immer ganz zum Schluss, meine Freunde? Genau. Pimpt euer System. Gönnt euch was Schönes. Es macht unheimlich Spaß, muss ich dazu sagen. Wenn man einmal angefangen hat. Ich habe ja nun viele, die das erste Mal irgendwo was umgebaut haben. Die haben da richtig Spaß dran gemacht. Die sagen, das ist unheimlich schön, wenn man sowas mal auch selber macht. Ja, auch so ein Kühler hier kann man wirklich selber wechseln. Wenn ihr das Update seht, auch ein Board wechseln ist jetzt nicht die Welt. Ja, also da schaut ihr euch das mal an, wie man dann praktisch in einem fertigen System einfach nur das Mainboard schon mal wechseln kann. Ja,
Da muss man also nicht alles für ausbauen, sondern das geht auch eigentlich relativ easy, muss ich sagen. Ja, also, wie gesagt, bleibt gesund, macht's gut, meine Freunde. Tschüss zusammen.